Detlef D. Soest, 52, hat dafür kein Verständnis. Heute startete die neue TV-Show Skate Fever, Stars auf Rollschuhen. In dieser stellen 8 Promi-Paare unter anderem ihr tänzerisches Können auf Rollschuhen unter Beweis. Unter den Teilnehmern sind neben André Mangold, 35, und Linda Caroline Naubert, 27, auch Giselle Oppermann, 34, und Thorsten Legard, 53. Doch schon im Training sorgte Giselle für Probleme und auch mit ihrem Auftritt konnte sie nicht überzeugen. Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin legte in den Proben ein Verhalten an den Tag, das ihrem Trainer so gar nicht gefiel. So erschien die 34-Jährige unter anderem das ein oder andere Mal zu spät zum Training? Ich finde es schade. Giselle, ich finde es respektlos, kritisierte Detlef die Arbeitseinstellung des Models. Auch die anderen Jurymitglieder zeigten sich entsetzt über Giselles fehlenden Teamgeist. Doch damit nicht genug, auch die Performance der TV-Bekanntheit kam nicht gut bei den Juroren an. Die Kritik konnte der Reality-TV-Star jedoch weniger nachvollziehen. Die einstige Dschungelcamp-Teilnehmerin versuchte sich mit der Verspätung ihrer Bahn aus der Verantwortung zu ziehen. Aber auch die Auseinandersetzungen mit ihrem Trainer sollen zu der schlechten Leistung beigetragen haben. Dadurch, dass wir auch Probleme mit unserem Trainer hatten, merkt man das auch an unserer Choreo. Das wäre sonst alles anders gelaufen, versuchte sie zu erklären.